Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy. Wir sind immer noch in Rapture. Ich glaube in diesem beschissenen Level vom letzten Mal. Und ich bin nicht alleine. Hi. Okay, ich bin praktisch alleine, weil... Oh nein, hör auf. Nicht... Nein. Böse. Nicht angreifen. Sie wird praktisch kein Wort sagen. Nein, verdammt, hier war ich doch schon. Nein, ich will dieses Lied... Lied. Na, hi, ich will zurück zur Karte. Was machst du da? Wie, was mache ich da? Ich starte ein neues Spiel. Ich kann hier nicht weiter, ich werde ausrasten. Sie kennt das noch nicht, dass ich... dass ich hier ausrasten werde. Wirst du auch sterben? Ich werde sehr oft sterben. Du bist schlecht. Ja, ich bin schlecht, danke. Bitte schön. Nee! So auch mal. Nein! Ich glaube, ich kann das noch weniger als du. Ja. Selbst Freddy kann das noch weniger als ich. Nein, wieso? So ein Hurenscheiß. Ich hasse dieses Spiel übrigens maßgeblich. Wieso spielst du es dann? Weil ich es angefangen habe und ich will es zu Ende bringen. Kleine Info vorab für die Leute, die hier treu zuschauen. Kirschi wird auch weiterspielen. Und wir werden bestimmt mal ein paar zusammen aufnehmen. Können. Ich hasse dieses Spiel. Nein! Ich habe vergessen, einen Timer zu stellen. Guck mal jetzt auf die Uhr. Von mir aus, von meinem Handy. Und sag mir in 15 Minuten mal Bescheid. Kannst einen Timer stellen, wenn du willst. Nein! Du sollst es nicht... Hallo, nein! Ist das mal? Du sollst auf die Uhr gucken, auf nichts anderes. Ja, dann sag mir 15 Minuten Bescheid. Nee, ich wollte einen Timer stellen. Oh, Himmel. Warum? Falls ich übersteuere, tut mir leid, ich habe das Spiel jetzt ein bisschen leiser gestellt. Noch leiser als bei Freddy, weil sie halt noch leiser spricht. Und deshalb muss ich mich eigentlich auch anpassen, aber ich drehe halt manchmal durch bei so viel. Es ist nicht TTT. Ja, mir auch schlimm. Ja, ich weiß. Sie mag übrigens kein TTT, weil ich immer komplett dabei ausraste. Was man vielleicht ein bisschen... Nein, in meinen Videos hat man das nicht gemerkt. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Nichts Persönliches am besten. Ach, scheiße, du machst ja nichts mit YouTube. Kannst du nichts erzählen. Sie macht übrigens nichts mit YouTube. Und man kennt sie eventuell aus ein paar SCP bei mir. Den du gespielt hast. Den ich tatsächlich hochgeladen habe. Aber wirklich? Ja klar, habe ich den hochgeladen. Heute nicht ich. Ist das so? Ja. Nein! Also doch. Was denn jetzt? Ich bin jetzt gerade gestorben, das habe ich... Nein! Nein! Ich hasse dieses Spiel. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, ne? Du bist so weit. Wow, such Anfang. Many weit. Please more. Das war ein Scherz. Mir schon klar. Wobei ich an sich wirklich weit bin. Total. Also nicht von diesem Level... Nein! Von diesem Level her, sondern, nein! Vom Spiel allgemein an her. Aber wir sind ja auch schon jetzt in Part 14 erst durch. Wow. Hast du das Spiel überhaupt... Kennst du das Spiel überhaupt? Ich
hab's ein paar Mal bei dir geguckt. Das war's. Wie bei mir geguckt? Du hast es manchmal gespielt und habe ich ein bisschen zugeguckt. Was? Ich spiele das Spiel nur, wenn ich es hochlade. Wenn ich es aufnehme. Warst du jetzt schon ein paar Mal dabei, während ich auf hochgeladen habe? Weiß ich nicht. Und dann. Nee, ich weiß nicht. Ich hab's auf jeden Fall mal gesehen. Oder hast du vielleicht auf meinem Kanal geguckt? Ja, mein Kanal. Nein. Den ihr euch übrigens angucken solltet. Nicht. Ich hasse Eigenwerbung. Alter, ich bin so ein dreckiger Wichser, ne? Wieso? Weil ich dauernd sterbe. Tja. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Wieso? Weil du mich hier beleidigst. Das ist wunderbar. Oh, nein! Nein, nein! Nein! Das war so ein nicht. Guter Versuch. Ich hätte es fast geschafft. Ich hasse dieses Spiel. Ich merke es. Nein. Ich will nicht mehr. Hast du jetzt einen Timer gestellt? Nee, ich komm nicht. Hast du ihn da auf 15 Minuten gestellt? Weil du auch mindestens nicht 2 Minuten lang die Uhr gesucht hast? Ich sag dir, wenn 9 Minuten rum sind, Bescheid, okay? Also hat sich das richtig gelohnt, dass du einen Timer gestellt hast? Ja. Okay. Ich will die Party jetzt halbwegs kürzer halten, weil die viel zu groß werden. Ha! Oh, bin gekommen. Oh Gott, ich hab keinen Bock mehr. Was ist das jetzt schon wieder für ein dreckiger Hurenkack? Och, nicht schon wieder die Dinger. Ungefähr noch 8 Minuten. Danke. Wieso? Danke? Och, deren Ernst jetzt! Musst du den Schlüssel fangen? Ja, ich muss den Schlüssel holen erstmal. Ja, aber holen. Ich muss, bevor ich den Schlüssel da drüben holen kann. Ja, spring nicht, du dreckiger Hurenwichser! Mach das doch gerne. Ich werde übrigens diese. Nur für dich. Ich werde diesen Hurensohn so oft beleidigen, dass er sich wünscht, nicht Matt geworden zu sein. Ich darf übrigens nicht das Salz berühren, oder besser gesagt die Maden, die das inzwischen sind, weil die mich umbringen. Nein! Warum? Ich glaube, er hat dich gefressen. Bist du davon ganz selbst drauf gekommen oder hat dir bei jemandem geholfen? Also, ich bin... Nein! Tja. Nein! Doch! Alter, wie würde ich einfach springen können? Warte mal. Das will ich mal. Nein, das war keine gute Idee. Oh. Hast du es überlebt? Ich bin so ein Glitcher. Nein! Ah! Nein! Ah! Nicht einschlafen. Kommentieren. Kommentier einfach, dass ich scheiße bin. Du bist richtig scheiße, weißt du das? Ja, weiß ich. Du kannst gar nichts. Ja, ist mir jetzt nichts Neues. Oh, das war knapp. Und vielleicht schaffst du das sogar noch. So ein Wichser! Alter, ist der schnell! Nein, er war stehen geblieben! Ah, warum bin ich denn so ein Hurensohn? Danke, dass du mich taub machst. Sorry. Nein, er folgt mir nicht. Er kann mich auch gleich umbringen. Ich hab ihn geliebt. Oh. Du hast ihn geliebt? Ja. Wen? Das da. Ach so.
Warum bist du auch reingesprungen? Ja. Und das Alter, weiße liebst du auch. Wenn ich extrem gut bin, könnte ich den Schlüssel von da oben erreichen. Das will ich jetzt ausprobieren. Okay, spring nicht, du Wichser. Nein. Nein. Ja, Hurensohn springt manchmal einfach nicht. Nein, okay, ich kann den Schlüssel nicht erreichen. Ho, ho, hatte ich gerade Glück, ey. Also den Schlüssel, den kriegst du ja schon mal. Ich hasse dieses Spiel endlos, grundlos, tief. Es ist schwierig, hier richtig zu springen und nicht vollkommen daneben zu jumpen. Vor allem, weil ich jetzt auch noch die Renntaste gedrückt halte, weißt du, dann springt man noch beschissener. Ja, wieso machst du es dann? Weil ich sonst nicht schnell genug bin. Wegen diesem Monster da? Nein, weil man sonst die weiten Sprünge nicht alle schafft. Ey, du Wichser! Scheiße, der darf da nicht sein. Ey, der darf da nicht sein. Bringen wir uns erstmal um. Ich meine, ist ja nicht fies genug, dass der Schlüssel da oben hängt, ne? Merke, wenn man ihn aus dem Bildschirm be- Kacke! Ah, da bin ich zu schnell reingerannt. Mist. Wenn man ihn aus dem Bildschirm bekommt, dann sieht er einen nicht mehr. Okay, das war jetzt doof von mir. Der ist ganz schön schnell und fies. Erstmal ist er ganz schön schnell, zweitens kann er sich gut drehen. Und drittens kann er fliegen über dieses scheiß Salz. Und ist von dem Salz nicht angreifbar, was mega mies ist. Wann wolltest du mir noch Bescheid sagen? Sagt es ja, wann wolltest du mir nochmal Bescheid sagen? Das wäre in 9 Minuten gewesen, weil du wolltest mir da in 9 Minuten Bescheid sagen, aber inzwischen sind es halt 4 geworden. Ja. Aber danke, dass du mir gesagt hast, dass wir noch 4 Minuten haben. Ich keine Ahnung habe, ob ich diesen Hurensohn in der Zeit noch besiegen kann. Ich muss eigentlich, sonst habe ich nur ein Level geschafft. Hallo! Das spring doch, du dreckiger Wichser! Das wäre ziemlich schlecht. Ich habe im letzten auch nur 2 gekriegt. Wieso springst du auch in Salz? Das sind Maden. Das sind Maden. Maden? Mhm, Maden. Oh. Stimmt. Das ist nicht so einfach mit Tastatur. Warum rutschst du denn, du dreckiger... Ah, du hast AIDS und Krebs und... Ja. Was fallen dir gerade noch für schlimme Krankheiten ein? Hepatitis A, B, C, D... Was gibt's noch für ekelhafte Krankheiten? Krebs hast du schon gesagt? Krebs hast du schon gesagt? Ja. Du hast eine Raucherlunge, du hast ein Raucherbein, du hast eine Säuferleber... Was gibt's noch alles Schönes? Querschnittsgelähmt? Nee, dann könnt ihr nicht so rumspringen. Ach, schade. Was ist Querschnittsgelähmt? Ist nicht so lustig. Ich bin losgeworden, ich kann mir Zeit lassen. Tot. Wo muss denn hin? Weiß ich ja noch nicht mal. Nein! Wie soll. Ach so, Mann. Ich bekomme nach diesem Spiel auch erstmal wieder eine Säuferleber. Das ist ein schlimmes Level. Ja, das ist ein schlimmes Stück Scheiße. Ich sollte mir den Doppelsprung-Charakter mal freischalten. Aber ich weiß gar nicht, wie man den freischaltet. Ich glaube mit irgendeiner Warp-Zone. So ein dreckiger Wichser. Hat ich gegessen. Ja, ich habe schon öfters gegessen. Ich bin ja auch ein Klumpen Matt, ich muss es wohl ziemlich gut schmecken. Ich weiß zwar nicht, warum er sie nicht isst. Sie? Ja, Bandage Girl. Zu der musst du, oder? Ja, ich muss zu Bandage Girl. Bandage Girl muss ich retten, das zarte Stück Filet.
Das ist die Beschreibung von dem Spiel. Super. Ein Klumpen Fleisch rettet ein Klumpen Fleisch. Nein, ein Klumpen Mett rettet ein zartes Filet. Wow. Ja. Er ist gutes Maurermett und süßes Schweinchen. Ja, ich bin hier wieder los. Komm schon, ich will das jetzt wenigstens einmal schaffen. Ja. Ja. Oh ja, so ist geil, ja. Oh, nö, Möchtest du? Es ist 55 Minuten. Okay. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Schaut bei ihr nicht auf den Kanal, weil sie hat keinen. Schaut bei Freddy auf den Kanal, wenn ihr bei ihr nicht nachguckt. Sie mag Freddy übrigens auch. Und Freddy ist cool. Ich schätze mal, sie wird noch öfter bei irgendwelchen Projekten dabei sein. Und dann hoffe ich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und mach's gut, Leute. Tschüss. Sagt tschüss. Tschüss.